Herzlich willkommen, Kapitän, bei Welt auf Warship. Ich bin da. Ich hoffe, diesmal wird meine Stimme aufgezeichnet. Ich muss gleich, oder wenn, muss ich mir nachher in das Videoblog reingucken. Und der liebe Rainbow ist auch da. Hallöchen. Hallo. Und wir spielen mal Runde Tier 6 erstmal. Also, ich habe ihn gefragt, welche Stufe ich wollte mit Stufe 7. Er wollte mit Tier 6 anfangen. Natürlich fangen wir mit Tier 6 an. Juhu. Und wir sind natürlich jetzt mal Japaner. Nee, warte mal. Nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht gerade. Wegen Waffenkammer. So. Alles gut. Ja, wir fangen erstmal gleich an. In Waffenkammer gibt es ja die. Wie heißt der? Brisby? Und. Ihr könnt ja, kann man sagen, hier ein paar Sachen kaufen. Ich habe relativ viel Material. Ich habe ein bisschen Kohle, 1,3 Millionen Kohle auf meinem Konto, ein bisschen Stahl, bla bla bla. Ihr könnt mir relativ viel Sachen kaufen. Aber, ich sage es so, 1200 Stahl ist schon eine Hausnummer. So, Stahl ist die Ressource, was man wirklich nicht viel hat. Also rein theoretisch wäre es mir scheißegal, ich könnte mir einen Kunden Stahl kaufen, also mir die Paket kaufen und ja. Aber ich will hier mir Dings holen, die Reiseferne. Weil anscheinend gibt es hier kein Limit. Hier kann man anscheinend so viel kaufen, wie du willst, bis du keine Mark mehr hast. Glaube ich. Ich würde ein bisschen Richtung Stahl gehen. Ich habe die Ressourcen, was ich besitze. Stahl gebe ich persönlich erstmal gar nicht aus. Ist persönlich eine Ressource, was ich hier. Wie gesagt, ich hätte Ressourcen, aber das mache ich nicht. Und Kohle habe ich eh genug. So, 10 Millionen. Also kann man sagen, auch für mich nur ein paar Peanuts. Viel XP, natürlich. Ich habe hier 6,5 Millionen. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Außer Schiffe ausbauen. So. Jetzt habe ich Stahl. Also, insgesamt habe ich jetzt hier fast 100 von den komischen Piratenmarken. Und davon Dings mir gleich Kohle. Kann ich mir zwei Kisten davon kaufen. Lohnt sich das Endeffekt hier das ganze Rotze zu kaufen? Endeffekt fast eigentlich wirklich gar nicht. Also wenn man die Ressource hat, kann man es machen. Aber wenn man, so wie bei mir, ich habe die Ressourcen, ich könnte es mir im Grunde rein theoretisch machen. Mache ich aber nicht. Macht mir persönlich keinen Sinn dazu. So, ich will mir die letzten Pakete kaufen. Das heißt, gibt es hier nur hier in diesem Bereich. Und hier kann ich, glaube ich, was mit 10 Marken anfangen. Okay, hier kriege ich 10 Marken für 1000 Blumen. Ich denke, wow, wie 1000 Blumen. Also ich mache es nur einmal und das war's. So, das Limit kannst du nicht selber entscheiden. Also ja. Beim ersten paar Dingen mit dem Zufall, ja, ich wollte eigentlich das Ding gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das 350 oder das war... Ein bisschen mehr oder weniger, ja. Nur die Märkchen, und das hätte mir schon gereicht. Ja, also wenn ich habe jetzt hier ein Paket gekauft. Insgesamt, wenn ich das mir komplett durchkaufen würde, 64.800 Dublonen. Das sind ja überklappt 200 Euro. Lohnt sich das? Nein, lohnt sich wirklich gar nicht. Ihr, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr ein Tier 6 Premium-Schiff. Wenn ihr extrem viel Pech habt, kriegt ihr wahrscheinlich ein letztes Paket. Und das ist eigentlich mehr rausgeschmissenes Geld. Also hier ist wirklich, wenn ihr wie bei mir, wenn ihr zwei Container haben wollt, Reise entfernen, könnt ihr es machen. Aber hier mit den Paketen, Finger weg, das ist extremes Glücksspiel. Also für ein Tier 6 Schiff ist es, kann man sagen, viel zu viel Geld. Also dann, wenn man das Tier 6 Schiff haben möchte, kauft man sich automatisch im Premium Shop, aber nicht hierüber. Also das ist nur rausgeschmissenes Geld nur. So. Kaufe ich mir zwei Pakete, also mal zwei Container für Reise in der Ferne. Also im Endeffekt, also wie gesagt, Reise in der Ferne sind nicht limitiert. Nur wenn man hier sieht, das ist limitiert, hier nicht. Ihr könnt so viel kaufen, bis ihr keine Marken mehr habt. So, mal gucken, zwei Container hab ich mir gekauft. Mal gucken, welche zwei Container, welche Tanken drin sind. Salem? Freiheit, ich bekomme permanente Tarnung. Okay. Was? Das ist schon eine Verstand, dieses Ding mit dem Putz. Das ist eigentlich auch nicht so toll. Wahrscheinlichkeit ist zwar da, aber. Ja. Freiheit, wie sieht die Tarnung aus? Wow, mit Adler und cool.
Ja. Wenn man sowas, wenn man das mag, ja, aber ich mag es das persönlich nicht. Also das ist ein bisschen zu. Nee, lass mal. Nee, dann danke. Also für TNT-Schiff habe ich schon mal eine permanente Tarnung. Aber die mag ich wirklich gar nicht. Ich... Mal gucken. Nächste. Was ist drin? Für die Kima. Okay, für die Katze? Kimakase-Tarnung? Okay. Das ist ein komischer Halloween-Skin, was man sich, glaube ich, holen konnte. Okay, dafür gab es eine permanente Tarnung. Ja, sieht schick, also ist okay, aber nicht so wie ich meinen Geschmack. Ja, also für die Silberzahl kannst du auch, Luftversorgung, aber das wären dann auch 50 Mark. Ja. Aber ich glaube, für dich ist gar nichts dabei. Da wären jetzt so, ja, ich glaube, da wären Träger, keine Ahnung, was noch alles drin ist. Also, wenn du die Schiffe hast, kriegst du als Ersatz, kriegst du Dublonen. Aber. Also, lohnt sich, tun sich nicht. Also, ich habe einen für Premium, aber eigentlich kein Premium-Schiff, ein Special-Schiff habe ich in permanente Tarnung. Und für einen Tier-neuen Kreuzer für die Harakubu-Bomben habe ich eine permanente Tarnung. Ist nett und schön. Ist okay, aber so nicht mein Geschmack. Ich glaube, das ist ein Muster von Halloween-Event sein. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Naja, es war okay. Bisschen Ausbeute, also nicht die Teilung, was du persönlich mehr drankommst. Mehr. Kannst du mir schicken, dann kann ich dir genau sagen, ob das eine ist oder nicht. Ich glaube, ja. Eins war Halloween und eins davon war. Irgendeine Art Aktion gewesen mit Freiheit, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Alter. Also diese Luftversorgung her, das muss schon eigentlich, da kann sich eigentlich jeder für sich selber entscheiden, holst du oder holst du nicht. Aber bei mir sind es nur so zwei Schiffe. Ich könnte Hornet, aber auch den Tschakow in Russen-CV bekommen, aber. Muss mir aber nicht holen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du Pech hast, als Beispiel kaufst du davon 5 Stück und wenn du Pech hast, hast du kein einziges Schiff davon da drin. Weil dann kriegst du die anderen Sachen, die da drin sein könnten, zum Beispiel Kohle, viel P oder ja. irgendwas anderes ökonomisches. Ja. Credits, freie P, diese Sachen, die du als Booster haben kannst. Ja. Apropos, du kannst starten. Deswegen. Also Reise in die Ferne ist eine Glückssache, du kannst Pech haben und kriegst nur Tarnung raus. Also Tarnung ist im Spiel eigentlich eine Ressource, was eigentlich nicht mehr brauchbar ist. Also für Schiffe, für schick auszusehen, wie sie sagen, ja, ist okay, aber die ganzen Tarnung und Co. brauchen die eigentlich gar nicht mehr in eine Kutine mal reinpacken mehr. Das ist, kann man sagen, so der größte Zong, was du ziehen kannst. Vor wo die ganzen Bonus drauf werden, wenn du die alte GameStop-Tarnung gezogen hast, denkst, geil! Ja, hast du 50% Credits, ich glaube noch ein bisschen Schiff-CP noch drauf. Das, die Tarnung war die Highlight gewesen, dass du die Tarnung gezogen hast. Das war, kann man sagen, der heilige Kral gewesen. Wir haben gerade echt einen Scheiß gegriffen. Deswegen, und jetzt mit den Umbaumaßnahmen. Ja, aber im Grunde genommen kannst du die Tarnung bekommen, aber hat aber im Grunde genommen eigentlich keinen Wert mehr. Nee. Also nicht mehr. Das ist. Ich war außen rum. Ja, die Mikrofon ist genau über die Tastatur, deswegen. Ja, aber ich weiß, aber so zur so Zeit empfinde, wenn man Kutena zieht, sind das eigentlich nur noch Songs. Sonst war der 7 Tage Primo eine Song. Wenn du Tarnungsdienste, Alter, nein, schon wieder Tarnung. Die brauche ich gar nicht mehr. Du kannst alle Tarnung eigentlich alle verkaufen.
Die sind nur, kann sagen, nur optional nur noch. Ich habe hier See des Ozeans. Ich finde die Tarnung übelst hässlich. Und ich will über eine Tarnung, nur eine Tarnung, wenn ich nur eine Tarnung davon habe, bleibt sie bei meinem Inventar. Aber sonst würde ich die alle verbraten. Ja. Deswegen. Ich finde es schade, hier mit Seele Ozean hast du, glaube ich, noch 20% Quellen zu Einkommen noch gehabt. Also war noch gut dabei noch. Also gab es auch ein paar Tarnungen, die auch noch ein bisschen EP-Quellen noch Boost noch gab. Aber jetzt sind die alle Tarnungen, die Tarnung eigentlich kompletter Ratze nur noch. Brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Sonst hast du ja erkannt, wer wo die Tarnung nicht überarbeitet wurde, hast du gesehen, der Typ hat keine Tarnung drauf, ist ein Volllappen. Hat man ja meistens schon gesehen. Aber jetzt ist die Tarnung noch optional. Also kannst du nicht mehr erkennen, dass du ein Volllappen ist oder sonst irgendwas. Vergiss nicht, du hast nur 8 Kilometer Torpedo-Reichweite. Fahr nicht so weit nach vorne. Alles Gute. Ich bin noch nicht gespottet. Ja, ich meine nur. Ich wollte erst mal gucken, was kommt hier so alles. Hm. Ich habe jetzt nur so einen Schlachter gesehen, aber mehr gerade nicht. Und Kechelot hat die Benzen gekillt? Ja, mit Torpedos. Boah, Alter, Benzen, echt jetzt? Ja. Ein U-Boot hat's gemacht. Aber ein Sechser. Okay, ja. Ich kann es dir vorstellen, wenn die erste Shio offen war. Oh. Mein Icarus gesichtet. Ja. Ich kann mal gerade nicht schießen. Ich falsche Munitionsart geladen. Ich habe AP drin geladen. Oh, ein Glück, dass der Spieler noch nicht trifft. Kann ich ihn offen halten? Ja, ich habe jetzt nicht mehr. Oh, Ruderwerfer zerschrottet, das ist gut. Dann muss er mal Module reparieren. Nein! Toll, ja, jetzt ist er da, wo man hinten. Ja, kannst du wirken. Ich bin gleich schon wieder offen. Der brennt erstmal. Ich kann gerade nicht immer beschweren. Der hat sich schon wieder repariert. Lol, was war das für eine Streuung? Ja. Okay, da hat ja eine Streuung des Todes gehabt. Hardcore gestreut. Ärgerlich. Ist selber noch am Leben mit ein bisschen. Da ist noch ein bisschen was dran. Oh, Akku Real hat die Mexiko gekillt. Die Detonation. Ach du Schande. Das ist bitter. Trubi, ich bin ein bisschen jetzt unterlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sechser von den Briten schon Hydro hat oder schon der Fünfer. Hat er schon. Aber hat nur 3-3-3 nur. Der hat geschossen. Schön weggeholzt. War ein Turm, ey. Ja, der hat ja nicht mehr viel. Aber der konnte relativ schnell reparieren. Weiß auch nicht. Vielleicht hat er einfach das Hutruder nicht gemacht. Vielleicht hatte der das Last Stand gehabt. Kann möglich sein. Einer Shira wurde gesichtet, Rubin. Ja. Aber unser MC ist wahrscheinlich tot. Weil da über mir ist neben mir noch ein Schlachtschiff. Lol. Kannst du die nochmal spotten? Ja, kann ich. Aber du weißt schon, dass ich mich selber wieder in Gefahr begebe. Du sollst ja so spotten, der dich nicht spotten tut. Ach lol, ist so U-Boot auch noch. Oh shit. Na toll. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, der hat aber alle Werfer, Torpedo alle rausgepfeffert. Der hat Reload Boost aktiviert. Na. Lol. Ah,
Ja, das ist gut. Solange es so ist, kann ich noch ein bisschen feuern. Der Träger ist frech. Der hat mich getroffen im Nebel. Boah. Antrieb und Torpedo auswahl, aber bringt grad nicht viel. Ja, ich hab ja auch. LOL. Die Wurk fährt ja hinter die Insel. Ich habe auch nochmal zweimal erwischt. Muss aufpassen, wo ist noch der U-Boot? Ich dachte, der fährt vor die Insel, das war hinter die Insel gefahren. Hab ich nicht gar nicht so drauf geachtet. Ja, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich jetzt raus war. Nee, muss auch, irgendwo ist auch der U-Boot irgendwo auch noch. Da würde ich instant spotten. Ach, das war nass. Ist der der ist da fast so in der Nähe von der eigenen Basis. Ja. Ach du Kacke, wo wir von Basis reden. Unsere ist in Gefahr. Leute, hinter mir ist wie Mexiko. Ja, dann glaube ich auch, wir müssen runterfahren. Die Schere muss ich erstmal vergessen. Ja. Da ist sie wieder. Oh, ich kann aber nicht drauf schießen. Ja. Oh ja, komm ich auf einmal hier dran. Torps auf einmal her. Dann kann es sein, dass es von der Schere oder U-Boot oder. Nee, das war U-Boot-Torps. Das kann ich ja so nicht sehen. Der muss irgendwie einmal gedreht haben und einfach blind abgeschossen haben. Oh, irgendwas wird er gemacht haben. Ja. Also Shira ist tot, fast beinahe tot. Oh, und Akkad bekämpft die Shira wenigstens. Hey. Hm. Akkad darf gerade so noch überleben. Aber gegen Hubert kann ich jetzt nichts machen noch. Nee. Wir müssen unsere Basis verteidigen. Ich bin ja schon auf dem Weg. Gleichzeitig ist der Träger auch noch in Gefahr. Ja, deswegen. Ja. Ach, oder? Dazu noch der blöde CV noch. Der Grunde mein Anti total scheißegal ist. Junge, das kannst du abschmecken. Also Isa, ihr beiden müsst ihr relativ hier die gute wegholzen. Und so ein U-Boot kriegt das irgendwie auch nicht so richtig hin. Weiß nicht, ob ich den Träger beschützen darf, so wie der angeschlagen ist. Nee, der muss eigentlich komplett andere Richtung fahren. Die schießen Hai auf ihn? Okay. Interessant hängen. Was leider nicht die Top. Ja. Unser U-Boot ist tot. Ja, und auch die Nagato. Ja, und so Nagato wurde Walk weggeholzt. Ja, ein U-Boot haben wir ja noch. An der Yukon komme ich aber ja nicht ran. Ne. Das Problem, wenn ich jetzt schieße, gehe ich instant auf und die schießen alle auf mich. Gut. Also, das will ich erstmal vermeiden. Ja. Aber die anderen Torps, was du abgeschmissen hast, die zwei oder die vorletzten. Ich habe ja drei Werfer. Ja, also kann sein, die anderen Werfer gut treffen. Oh, einer trifft schon mal. Jo. Och lol. Nein. Ich jetzt? Ja. Also hat das nicht gereicht. Das ist bitter. Der hätte wenigstens noch einen Top getroffen. Ja, man macht da jetzt CV. Wir haben ein feindliches U-Boot gesehen. Wie krass ist das? Der Träger lebt ja immer noch, ey. Tschö.
Und der, geil ist das, die hätten die Träger einfach wegmachen können. Ja. Ist das dämlich. Ja. Naja, ich kann jetzt aber jetzt nicht glauben, jetzt bin ich außerhalb gemacht. Kann jetzt nicht an der Yukon. Ja, der Zerstörer und ich regeln das. Aha. Boah, ich kann Alter, das Problem ist, ich habe einen Schusspunkt des Todes. Wollt sich aber gut abwackeln, ne? Das ist korrekt, aber ich bin auch aus dem Schussreichweite. Das Problem ist, ich habe einen zu hohen Schussbogen. Ich wundere, ich überhaupt Damage gemacht habe. Schön. Wir haben trotzdem noch zwei Schlachtschiffe und zwei U-Boote noch. Und die Rogue ist komplett voll. Ich weiß nicht, was unser Nagato gemacht hat. Der irgendwie instant irgendwie die Torps mitgenommen hat oder der irgendwie komplett abgefarmt wurde. Da bin ich auch echt überfragt. Das Problem ist ja, der russische CV hat hier Narrenfeuer. Ach, eine Nagato haben wir auch noch hier. Okay, die ist noch Stock. Da sehe ich irgendwie eine Torpedos, ja. Ach ja, die haben ja den komischen Motorboost hier. Lol. Die Stock-Armagi hat der echt ihn gekillt. Scheiße. Ich glaube, die Runde, die ist leider verloren. Boah, also jetzt geht's eigentlich nur noch um Damage. Na, auf gut, kann man sagen, ja. Gehst du auf eine Dings auf Nagato? Ja, aber ist ja. Problem ist halt 8 Kilometer Torps. Ja, also ich bin noch zu weit entfernt. Ja, ist mir schon klar. Weiß auch nicht, ob. Geht, ist mir schon klar, ich hab den Chef selber. Der U-Boot, ja, keine Ahnung, wo die jetzt stecken, das ist schon viel Zeit vergangen. Und ich weiß auch nicht, wie der Depp gleich fährt. Na. Ja. Leute, jetzt direkt vor deine Fresse. Ah, aber ja, richtig. Holy moly. Ja, aber hallo. Okay, der fällt dir da um ihn so rum. Alles klar. Na, danke, jetzt nicht, U-Boot. Mal gucken. Ah. Ja, okay. Muss ich jetzt hinter die Insel zu fahren? Der hat ja eh schon geschossen. Dann kann ich nur noch Damage machen ohne Ende. Wirklich. Okay, die soll eigentlich mal durch mein Schiff durchgegangen sein. Oh, normalerweise hätten mich die Torpedos von den U-Booten treffen sollen, aber ja. Mine. Okay. Der Schiff ist war so schnell gewesen, trotzdem hat er ihn so ausgewichen. Oh, ich glaube, meine wären auch nicht besser. Okay, Nagato schießt high, auch nicht schlecht. Jo, drei Module rausgeschossen, wenn ich da.
Was war das denn bitte? Hä? Der hat drei Kugeln auf meinen Arsch gesetzt und gleich Zitadellen gedrückt? Ich war doch voll live gewesen noch. Ja. Also kann man sagen, Glück mit den Leuten schon wieder. Ja. Also mit dem Schuss, der hätte mir. Also ehe ich geschossen hätte, hätte ich wahrscheinlich nur Overpencil gedrückt. Boah, ich hab jetzt auch keine Ahnung, was ist da passiert? Was ist da nur schiefgelaufen, ey? Bayern, ich hab keine Ahnung. Alter, Bayern. Okay, die Benson hat wirklich Pech gehabt. Da kann man eh hier nichts sagen. Aber King George, ganz unten. Aua, 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 aua. Aber uns ist so Störer durchgelogen. Der hat echt eine gute Arbeit gemacht. Die Ackert war mit Abstand der Beste, ey. Ja. Der Träger, der war einfach nur Glück, wie lange der noch überleben konnte, ey. Der Träger tue ich auch mal loben. Aber sonst, okay, wie gesagt, der Benson war viel Pech dabei gewesen, der instant gleich tot war. Bayern gefühlt ist, glaube ich, tot gefahren, aber King George, der eigentlich relativ stark ist auf Stufe 7, der eigentlich mit High alles abfackeln kann ohne Ende. Also ich kann mich nicht vorstellen, finde ich persönlich komisch, warum der unten ist. Der muss eigentlich viel weiter höher stehen, ja. Oh, aua, aua, ja. Aua, aua. Oh, ich weiß auch nicht, vielleicht hätte einer von uns beiden sogar mit dem King George sogar mehr rausholen können. Ja, warte mal. Also war. Eine Salve hatte mich komplett Schiff getroffen, also kann sein, nur Overpants gedrückt hat. Aber irgendwie die letzten drei Kugeln hat er mir einfach die letzten 20.000 einfach abgezogen. Hat irgendwie aua. Eine Kugel, ja. Du musst dir vorstellen, fünf Kugeln haben mich getroffen. So zwei Kugeln haben Overpants gemacht, drei Kugeln haben mir irgendwie 20.000 zu Schuss gedrückt. Das heißt, er hat mir ungefähr ein oder zwei Zitter einfach gedrückt mit drei Kugeln. Also da war ein bisschen RNG für ihn gerade ein bisschen dabei gewesen. Also wenn ich so auf ihn eingeschossen hätte, hätte ich wahrscheinlich nur Overpants gedrückt. Also das ist wieder Glück mit anderen schon wieder. Wenn du das selber machst, ja. Da machst du nur Overpants oder nur Abpralle nur. Aber die anderen können immer Zitadellen drücken. Denkst du gerade, wow, cool, warum kriegen die das anders hin? Und wenn ich das mache, passiert das bei denen nicht. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber naja, wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch bis nächstes Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.